Im Universitätskrankenhaus Gießen und Marburg werden die Mitarbeiter ab Montag zum Streik gerufen. Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg stehen vor einer Streikküche. März geschlossen werden. Dazu gehörten das chirurgische Gebiet, Anästhesie, Radiologie, Neuroradiologie, Endoskopie und Bronchoskopie sowie Labors der Herzkatheter an beiden Standorten. Ab Mittwoch werden alle Mitarbeiter einberufen. Der Woche werden mehrere hundert Kollegen an der Arbeit ambulant an den beiden Standorten teilnehmen. Verdi Sprecher, der Großteil der Operationen wird scheitern, um sowohl die Patientensicherheit als auch das Streiksrecht der Mitarbeiter zu gewährleisten. Stimmte Verdi der UKGM einem Notfallvertrag zu, sagte Jewas Rehm. Verdi erwartet große Kürzungen in der Versorgung aufgrund des Streiks. Drittel von bis zu drei Viertel der Operationen werden scheitern. Der Streik wird so lange verlaufen, wie es notwendig ist, betonte der Gewerkschaftssekretär. Wir sind immer bereit, ihn abzusagen oder zu beenden, wenn es einen Hilfsvertrag gibt. Bei der Betreuung der Patienten wurde immer noch ein 5-Tage-Streik gesprochen. Streit um die Mindestbeschäftigung von Schichten. Im Wesentlichen sind Verdi und die Mitarbeiter etwa einen Mindestbetrag von Schichten. Eine ähnliche Verordnung war zuvor für das Frankfurt University Hospital vereinbart worden. Das Thema in den Verhandlungen ist auch die von Verdi für die rund 300 Mitarbeiter von UKGM Service GmbH geforderte Beschäftigungssicherung. Die UKGM ist einer der größten Arbeitgeber in zentraler Hessen und die drittgrößte Universitätsklinik in Deutschland. Im Jahr 2006 wurde das Krankenhaus von der damals schwarzen und gelben Landesregierung an den Privatklinikbetreiber Rhön AG verkauft. Die Asklepios Krankenhauskette ist seit 2020 Mehrheitsaktionär. Es ist das einzige Universitätsklinikum in Deutschland in landesweit. Hält immer noch 5%. Davon. End weiterer Informationen. Verhandlungen für über 7000 Angestellte der Klinik. Die Verhandlungen betreffen die mehr als 7000 nichtmedizinischen Mitarbeiter des privatisierten Universitätskrankenhauses, das insgesamt rund 9600 Mitarbeiter hat. Zuletzt hatte das Land auf ein zukünftiges Papier mit dem Eigentümer zugestimmt. In den nächsten 10 Jahren möchten beide Seiten insgesamt 850 Millionen Euro investieren. Vereinbarung im Universitätsklinikum Gießen-Marburg: Investitionen von 850 Millionen Euro ohne Entlassungen. Der Bundesstaat Hessen, der Privateigentümer des Universitätskrankenhauses Gießen-Marburg, haben sich auf ein zukünftiges Papier vereinbart. In den nächsten 10 Jahren möchten beide Seiten einen Investition investieren, insgesamt 850 Millionen Euro.